Manche Paare wünschen sich total eine gemeinsame spirituelle Praxis zu haben. Und die allerschönste Praxis, die ihr zusammen machen könnt, die euch sowohl miteinander verbindet, auf einer tieferen Ebene, als auch mit einer göttlichen Energie, ist das Liebe machen miteinander. So Slow Sex zu benutzen als spirituelle gemeinsame Praxis ist etwas Wunderschönes. Für mich ist die sexuelle Energie die Zentrumsenergie, die ursprüngliche reine Lebensenergie, die uns durchströmt und alles Lebendige durchströmt, die uns auch verbinden kann mit dieser Schöpfungskraft, mit etwas Größerem als wir. Es kann dich euch in sehr spirituelle Dimensionen führen. Man kann das auf einer sehr basalen, physischen Ebene betreiben und man kann das auf eine sehr spirituelle Art betreiben und Sex als Gebet verstehen. Und das ist sehr erfüllend und sehr tiefgehend. Und so kann man das immer wieder in den Alltag einbauen, wie eine gemeinsame Meditation, wo ihr euch miteinander und mit was Höherem verbindet, was euch tiefer miteinander eben in die Tiefe führen kann und einfach auch wunderschöne, sinnliche, stille und lustvolle Momente bringen kann, die euren Alltag bereichern können. Und das ist total schön. Und sich dafür wirklich regelmäßig Zeit zu nehmen, das als eine regelmäßige Praxis in euren Alltag einzubauen, ja, sodass man auch nicht immer darauf warten muss, oh, wann haben wir denn mal wieder Sex, sondern das ist irgendwie klar, dass ihr das immer wieder macht, ja, weil es irgendwie gar kein Aufwand ist und ganz easy ist. Ihr müsst auch nicht vorher groß in Stimmung sein dafür, ja, so wie du auch nicht in Stimmung sein musst für Meditation, ja. Du machst es einfach. Und das ist ein wunderschönes Tool in der Partnerschaft. Wir gehen da tiefer drauf ein im Slow Sex Lab und da bist du oder seid ihr, es ist nur für Paare, herzlich willkommen. Das nächste startet im Juli.